ajudar na chupa coisa. Alle Mühe gegeben und der Erfolg gibt ihm recht. So. Letzte Startvorbereitung, grüne Flagge, grünes Licht, Startpreis. Der Gang war ein bisschen zu groß. Die Motoren drehen sich wieder ab. Wo keiner mit gerechnet hat. Wir haben ein zweites Stechen mit Fox on the Rocks, den mördermäßigen Sound zugehört kriegen. Nicht bauen. Das heißt, es steckt eine ganze Menge finanzieller Einsatz dahinter. Und der Martin Ortreis und der Jürgen Wadacker wollen sich ganz herzlich bei der Firma Langegast bedanken, bei der Firma Air Liquid, Technische Gase, bei der Firma Schmitz, Nutzfahrzeuge in Lippstadt, bei Herrn Toni Kortnitz, Rodriguez, der Firma Lenz. Die waren der Schreckliche, Martin Ortras, zwei Turbinen auf einen Traktor gebaut. Oh, ist das für Sahneschnitte, ein Augenbohnen und Schmaus für Sie, liebe Fischdorfer. Jetzt haben die Turbinen gezündet. Ja, langsam kommen sie auf Spuren und ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Der Lärm geht los. Oh, das gibt's doch Martin Ortras, ein Ungetüm auf vier Rädern, heute hier in Fischdorf. Ist das gerade hier. Ja, er mit Tittenheim voll gezogen.
Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie das jetzt abläuft, aber auf jeden Fall brauchen wir den Fahrer vom Fox, den Richie vom Cat und den Hans Kramer vom Seaside Affair zur Siegerehrung in der 3,4-Tonnen-Klasse. Und super sieht aus! Dieses Gefährt aus den Niederlanden startet in den Niederlanden in der Touring-Klasse, die in Deutschland nicht gefahren wird. Und Hans-Josef Wörstram hat gesagt, er will sein Publikum hier. Ticket halte fest, der Herbie kommt wieder. Ja, Traktor Pulling, nichts ist unmöglich. Selbst ein Käfer findet einen neuen Einsatzbereich, nicht nur Flugzeugturbinen und Panzermotoren. Das aus für dieses Wahnsinnsgewehr. Ich glaube, ja. Vielleicht sollte ich auch mal so Motoren meinen. Ja, wir werden ihn heute Nachmittag nochmal wiedersehen, diese Sahneschnitte. Und jetzt hat er seinen Motor ausgestellt. Und er hat hier einen Applaus für diese Demonstration. Die Lotte, 3 Jahre alt, ist hier im Beschallungswagen abzuholen. Aber bitte nur von den Eltern. Entweder auf die großen Anlage gebaut worden ist oder selber eine aufgebaut worden ist. Wir werden es bei den weiteren Aufsätzen der deutschen Meisterschaft sehen. Wir haben, wie gesagt, hier in der Zimmerklasse angefangen und haben die Zimmerklasse weitergeführt. Komm nicht abgelassen! Die Getränke am Platz bringen, am Platz zu hören, wird besorgt. Ja, der Einzige, der tut alles dafür. Für euer seitliches Wohl, dass es euch gut geht, hier bei Ihnen. So.
Löschvorbereitung schon getroffen. Ja, das hat er mächtig ins Zeug gelegt, der Blackout. Mann, war das ein Blackout. Hoffen wir bloß, dass der Blackout jetzt selber kein Blackout hat und nachher nochmal in den Start gehen kann. Ja, wenn alles halt. So, Standardklasse. Siegerehrung. Erster Lauf zur deutschen Meisterschaft hier in Kirchdorf. Und da haben wir auf Platz 2 40 Tonnen Panzer gesessen und diesen angetrieben. Und jetzt sitzen wir auf einem 900 Kilo Mini-Puller. Ja, das hier ist Traktor Pulling, die kleinste Klasse, aber wahrscheinlich auch die rasanteste. Gehört zu den Top-Traktoren in Europa. Und Sie werden sehen, in ein atemberaubendes Tempo, wenn er hier über die 100 Meter Marke wegziehen. Ja, Mann, er spielt drauf. Bei der 60 Meter Marke musste er das Gas wegnehmen, er droht aus der Bahn zu kommen, hat sein Gefährt aber völlig unter Kontrolle und muss den Pull abbrechen, um nicht zu disqualifiziert zu werden. Aber Sie sehen schon, was für eine Kraft in diesen kleinen Gefährten steckt. Ja, ich hätte mal bei den Soldaten von dem Rundgefährten. Die Leistung des Traktors liegt ungefähr bei 1200, 1300 PS. Wenn er keinen Bremswagen dahinter hat, geht der ab wie eine Rakete. Ja, jetzt brauchen wir einen Bergeschlepper. Und dieser Zug, Peter Dome, erster Starter dieser Klasse. Er macht wieder von seinem Service Gebrauch. Er lässt diesen Zug nicht werden. Da er der erste Puller war, ist er Testpuller. Und dieser Zug liegt nicht in der Wertung. 100 Kilogramm schwer, diese Gefährte. Peter Dome. Kleines Statement. Ja. Okay, der Peter sagt gerade, er hätte einen größeren Blower aufgebaut. Die Gerüchte haben sich bestätigt und der Motor hat gehalten und er lief verdammt gut. Ja, man wird sehen. Vielleicht kann er sich in die vorderste Ränge mit reinfahren. Start 3, Segel!
aus wie ihn. Der Trecker fängt an zu springen und er geht vom Gas runter. Die Leute zum Starten und jetzt geht er los. Tyrannosaurus Rex. Mächtige Raddrehzahl, knapp vor der 70 Meter Marke das Ausschieben. Ein super Pull für den T-Rex, so gut haben wir ihn selten gesehen. Ja, Mr. Rabbit, ganz wild unterwegs, zweimal muss er unterwegs Gas wegnehmen, um in der Bahn zu bleiben. Und knapp hinter der 60 Meter Marke. Und wir werden ihn...